Nein? Oh, herzlich willkommen wieder bei Strategy Command. Russischer Bürgerkrieg mit den Weißen und es läuft eigentlich ganz gut. Das Wetter ist gerade etwas hinderlich, aber ansonsten geht es in allen Richtungen nach vorne. Oh, weiß man, wie man eben laufen kann. Den jetzt noch runter belagern, dann ist der bald weg. Die können stehen bleiben, du bleibst da. Frage, aber ich glaube, es war noch einer drin, ja. Aber man kann ja mal nachgucken. Ihr wartet das Schiff an und ihr auch das Schiff angucken, aber verschanzt euch lieber auch schon mal. Drückt da rein und ihr werdet irgendwie einen Doppel-HQ machen. Kanone verliert natürlich durch den Gewaltmarsch Munition, aber noch ist alles nicht so relevant. So, du kommst nach vorne. Da aufpassen und ihr solltet jetzt hier rein marschieren. Verheilt werden, so Doppel-Haku. Und das noch daran und ganz grob gehe ich mal davon aus, dass das noch passen wird. Weil der hier eine 10 hat, dann hat er oben eine. Hier überrennt die Orte. Hier auf, die Polen dürfen schon gar nicht mehr. Was nehme ich mal auch für eine Aufklärungsbombe gilt, der einfach das stehen. So, hier drüben sehen wir die Hauptquartier auch Zeit, noch ein paar Schritte ranzukommen. Die haben hier einen eigenen Panzer eingesetzt. Danach riecht, als ob man sich hier auch erstmal ein bisschen verschanzen und abwarten sollte. Den kann man ja eh nicht machen und die Versorgungswerte sind hier voll. Autsch, ja klar. Dürfte noch ein bisschen zuhauen. Hm. Die Frage wer? Also da geht gerade einer, da steht einer. Jetzt auch einer dran. Der Wald da ist auf Position, du kannst mal dahin. Ihr belagert den. Und kommt dann auch rein. Sehr schön. Und dann kann dahin Ort einnehmen und die Südweißen kommen nach vorne. Ist glaube ich auch schon sehr viel. Ja. Hier stehen. Bei der ist noch frei. Okay, das ist ein Chor. Dann solltest du lieber nach vorne. Die Garnison nimmt den Wald. Kommst mit, die polnischen Einheiten dürfen alle nicht. Da sind noch alle ein bisschen wach. Jeder unterstützt jetzt den. Er hat die 8 angeblich. Dann läuft das, die dürfen nicht mehr viel machen. Noch nach vorne. Auch eine Position und ihr lagert hier gerade. Doch alles ein Momentchen dauern könnte. Hinterland gibt es auch noch und die kann man liegen. Ja, dann kommt man da vorne hin. Geschwächten Einheiten können ja auch super erstmal Partisanenfelder übernehmen. Bakan selbst ist zu kaputt. Aber wenn ich einfach da aufrückt. Ich glaube für das Haku ist das auch irgendwie mit der Weg, wenn du da Richtung Bahn gehst. Du. Ich lauf mal darauf. Er bleibt da jetzt stehen. Ich habe keine Lust, dass sich da nochmal irgendwer hebt und Briten. Passt schon. Akku. Gut, wenn man irgendwo eins braucht, auch eben per Bahn vorbeibringen. Hier noch einen reinwirft. Obwohl, wenn man hier noch einen reinwirft, hätte man 4. Dann kann man recht sicher gehen, dass nicht der plötzlich mit dem doppelt.
Und so die ganze Planung wieder kaputt gehen wird. So, du bist drüben. Mal aufpassen. Könntest du aber einfach noch ein bisschen auf. Das hier für die Optik auch schon mal zusammenschließen. Die ganze Truppe kann relativ, relativ gut vormarschieren. Arne, der bewacht ja immer noch das Partisanenfeld von da. Aber ansonsten kann auch irgendwie als Doppelhack gut zusammenarbeiten. Aufgegangen. Die ist und die hatte den einen Ort. Ein wenig Versorgung. Die ich jetzt mal zusammentun demnächst. Sagen. Noch mehr südweiße Chor. Meinetwegen. Das da unten sind Briten, die dürfen auch nicht weg. Die haben halt die gleiche Anzeige. Die geht auch mal auf die Finnen. Müssen die gerade zu demnächst beitreten. Prozent sollte ja wohl reichen. Forschung könnte noch. Ethisch. Logistik, ich meine, falls sie doch mal verschieben müssen. Ich mit dem nutze es, das lohnt sich überhaupt nicht, aber. Mal weißen. Infanteriewaffen fertig. Nee, genau, passt gar nicht. Auch nochmal schneller forschen. Marineinfanteristen kaufen. Ja, die Upgrades verteilen. Und demnächst auch mal, wenn die Versorgung hier oben stimmt. Okay, und jetzt. Kampfgeist langsam runter, weil wir nicht nah genug. Sonst, aber das sollte sich ja bald geben. Aber glaube ich jetzt auch gründliche Sache oder etwas, das gründlich eine Chance hat. Irgendwie so, dass das triggert. Deswegen sollte man jetzt schon das möglichst bald hinzukriegen. Wollen aber auch unbedingt eingekesselt werden, da der Reiter und der Panzerzug. Mehr von denen. Wenn ihr gerade Ruhe habt, könnt ihr auch eben erstmal die Waffen noch kriegen. Und doch wieder da runter und du machst dazu und du machst hierzu. Einfach runter belagern. Gar nicht rein, dann gehst du mal auf Nummer sicher erstmal wieder nach hinten. Darauf, ihr seid hier langsam in Position. Auch mal eben geheilt werden. Daran so dieser Trupp. Eben erstmal wieder fit. Dann. Ja, der Winter ist jetzt ein bisschen lästig. Aber dann belagert er auch schon mal alles runter.
Na gut. Ja, wo ist denn der? Vielleicht kannst du ja doch ausrücken. Ist noch nicht ganz eine polnische Einheit da, weil die Grenze durfte. Deswegen bleiben die erstmal in Sicherheit stehen. Die Polen dürfen nicht viel machen. Das ist eigentlich ein Feld weiter, als ich wollte. Ja gut, kümmert euch irgendwie um den, wenn hier vorne schon nicht viel los ist. Polnischen Einheiten, das sind die neuen, die sich jetzt aber nicht bewegen dürfen. Auch nur noch da ist, sich da unten bequem zu machen und dann da langsam alle raus verlegen. Also Wettersituation hat sich leider nicht geändert. Versorgungssituation ist häufig auch noch schwierig. Alle geht. Nur hier und da aufpassen soll, kann ich trotzdem mal hoch. Zeit und Geld sind ja aus vorhanden. So, du schnappst dir dann schon mal den Ort. So, du gehst so ein bisschen zur Seite, Karte anmalen. Dass man sicher ist, dass es sicherer ist. Dann hast du von da eine 10, das passt. Arm erhalten, ruhig aus. Die sind dann noch einen Moment beschäftigt. So, dann kessel die mal ein. Die haben ja geradezu darauf bestanden, soweit wie die nach vorne gegangen. Dicht machen. Hin bis dahin. Da ein Hopsen. Ich zumindest auch mal, selbst wenn ich den Ort dann kurz dann nicht belagert für einen Moment. Aber dann kann man die mal heilen. So, dann nächster Raum. Ja, noch vom Wetter her ein bisschen. Ja gut, Unratsverstärkung da reingepowert. Da alle, die auf der Bahn stehen. Was bei den Südweißen da alles vielleicht noch reinkommt. Nicht so, dass hier Truppen fehlen würden. Nur alle in meinen Positionen. Bisschen Richtung Bahn. So, und ihr rückt weiter vor. Okay, da muss man auch wieder sehen. Der Partisan deckt den Ball. Ich meine, das muss eigentlich nicht sein, aber ich finde es jetzt lustig. Du passt da auf. Und hier wird das Doppel-Akku bald zu Ende sein. Bald ist 10, ne? Na gut, da steht jetzt der Partisan rum. Egal, wenn das alles so schnell vorwärts geht. Halt manchmal übersehen. Ich will zum Beispiel auch da schon rauf. Die Hauptarmee wartet auf Versorgung. Euch hier oben. Ich habe also gehofft, dass er sich vielleicht. Aber leider nicht. Oh, ich wette, der hat da keine Versorgung mehr, aber vielleicht kannst du dich jetzt den Ort durch. Und den langsam platt. Gut. Also, irgendwer hatte hier ein. Ja. Die Idee jetzt kein Geld mehr. Wobei die Briten. 80%. Geld jetzt Terroristen. Auch die immer noch nicht so richtig. Das passt dann schon. Kann ich da noch? Der ist das.
Das Land, komm, du fährst nach Malta, das kannst du noch schaffen. Südweiße Infanteriekrieg, sehr schön. Vielleicht noch einen dicken Besser zu. Und das Wetter klart endlich wieder auf. Also ich hoffe mal, dass es so bleibt. Sehr schön. Oh, noch mehr Kram. Was sollen die Südweißen mit dem ganzen Kram eigentlich noch? Also, na gut, die 1-1er machen ihren Job ganz gut. Aber nächstes Mal ist der auf 0, dann kriegen wir den. Da ist die los, da ist soweit alles in Ordnung. Der steht ja nun dummerweise in einer schweren Befestigung. Unsere Nordweißen haben keine Artilleriewaffen. Werden also mächtige Probleme an der Befestigung haben. Ihr könntet also vielleicht auch erstmal was gegen diese Garnison unternehmen. Immerhin, zwei Angriffe fehlgeschlagen, aber der letzte ist so durchschlagend, dass der geht. Meinetwegen weiter auf das Schiff da schießen. So, wie sieht's bei euch aus? Jetzt primär auf den Ort gehen, auch wenn da die Zahlen besser waren. Wenn man mit der ganzen hinteren Einheiten das vielleicht machen kann. Wir einnehmen mit ein bisschen Glück. Einen haben wir noch. Sehr schön. Position ein, ihr wird euch da lang. Das an. Nichts los. Und der ach, da. Nichts zu tun. Aber daran gehst, dann ist das auch abgedeckt. Oh, du. Laufen, aber alleine nicht so viel machen und hier mal neues Zeug. Vielleicht mal ein bisschen hier vorne gucken. Ihr könntet den Ort jetzt nebenbei einfach überrennen. Wäre ja nicht verkehrt, weil dann schon mal der Weg frei wäre. Hätte auch schon solides 4 zu 0. Angriff, dann könnt ihr auch Upgrades kriegen oder sowas. Oder sich um die da kümmern. Naja, in Moskau ist zu Hause. Also ist jetzt gerade auch wieder vorrücken. Wahnsinnig hohem Tempo, ohne auf die Versorgung oder so ein Kram zu achten. Aber wenn da nicht viel los ist.
Und da hier einfach rein. Nutzt. Um ein Elite-Stern wird hier auch noch drin sein. Auch deine neuen Waffen. Das hier, glaube ich, hätte ich gut machen. Setzt den da noch fest. Haben wir noch potenziell für Felder? Können sich hierbei schon weitere Einheiten auf den Weg machen. Weil der soll da oben angeblich immer noch eine 8 haben von irgendeinem Doppel-HQ. Das soll mir mal reichen, die Prognose. Wenn er noch eine 8 hat, dann können wir eigentlich überall ganz gut ausschwärmen mit den Einheiten. Hier haben wir jetzt keine Versorgung mehr. Der muss noch passen. Wenn die vielleicht auch den nächsten Doppelakku machen, wird es einfach mal weiterläuft. Passt da auf. Du kannst auch noch. Ja, das passt. Ja, dann auch erobert. Dann nachher per Bahn mit nach vorne. Dieser ganze Kram. Erstmal noch Upgrades kriegst. Es ist irgendwann ein Luxusproblem, wenn man viel hat. Wir kriegst du das alles nach vorne zu bringen. Jetzt gibt es nicht mal mehr ein Eisenbahnfeld für jeden. Oder nicht? Ach warte, ich hab da unten. Aber was soll's. Na cool, das ist auch ganz lustig. Und das U ist hier, der da irgendwann mit runter. Spaß darüber und mal diese Eisenbahn anmalen. Wird der Ort dann noch stärker? Ach, die haben wir auch noch. Aber wo auch immer der hingeht, du musst aus eigener Kraft gute Versorgung haben, ehe du irgendwie das Doppel-HQ wegnimmst. Erstmal. So, die Kleiderversorgung wieder auf, lagern können. Tatsächlich nicht. Erstmal zurück. Die Garnison zerschlagen und dann mal sehen, wo ihr weitermachen könnt. Aber ich gehe davon aus, dass die Hauptarmee demnächst Moskau erreicht. Das mit dem Geld ausgeben dann jetzt auch nicht so noch ist. Was die finden noch vielleicht Ruf. Nichts passiert bei den Finnen, oder? Trotz 85%. Und da geht echt außen rum. Also, dass die finnische Unabhängigkeit anerkennen, klang jetzt schwer nach einem Event, das die haben.
Naja, wurde ich vielleicht nochmal runter auf 53% ist tatsächlich. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber es müsste ein bisschen mehr gewesen sein, aber deren Kampfgeist ist ja auch gut runter, also da wird wohl irgendein Event gewesen sein. Und ihr seid hier drüben fertig und den nächsten Ort auch nur zu versuchen, von hier zu erreichen, ist abenteuerlich. Bräuchte man schon zwei HQs. Seid ihr da eigentlich relativ fertig? Ihr könnt hier eigentlich weitermachen. Einfach lustig reinschlagen. Keine Partisanen, nein. Der Stelle nicht, aber passt schon. Der ist ein bisschen lästig. Gebe ich schon. Die Orte sind alle gefallen, weil die Bahn über Daupferpilz lief. Jetzt auf die harte Tour raus, ob die Polen davor dürfen. Oder? Ah, der wird schon nicht durchlaufen. Er hat weniger Versorgung und wird dann erst recht nichts mehr so recht selbstständig machen. Dann steht er hier oben jetzt ein bisschen um. Ich glaube, das ist auch gar nicht weiter tragisch. So, das Wichtige: hier weiter Boden gut machen und es dauert leider so lange, bis die Orte hier mal wieder besser werden. Wir hatten im Einsatz so häufig noch Upgrades und so haben. Den hauen und dann nach vorne kommen. Dir gar nicht so und lohnt kaum, dann halt das mal eben hoch und das war's. So viel, mein, der Ort wird nächstes Mal ganz vernünftig sein. Werke her, dann können wir den platt machen. Dann kann meinetwegen der Reiter da einfach stehen bleiben, der hat ja von da beide Felder drin. Hier kommt mir drauf. Da, der Reiter steht da. Hier den Reiter noch tauschen. Auch mal da ein bisschen gucken. Oh, Sicherheitsserver immer, also irgendwann übersieht man ja doch Position. Gegen so die ganze Reichsinfanterie da oben hin. Und nächstes Mal käme man direkt auch per Bahn nach Kaluga. Bei Gewaltmarsch von Orel wäre man wahrscheinlich noch ein Tick schneller. Liebe Verstärkung. Ja gut, die Artillerie wäre jetzt nicht zwangsweise schneller. Der restliche Kram. Auf Schienen steht. Das passt alles. Endlich mal abholen. Hat mir eine Position, aber steht ja auch schon einer. Bei den Ort da irgendwann runter und demnächst kann der hier per Bahn auch noch nachziehen. Versorgen, dann wirst du diese Position halten. Jetzt werde ich das Akuda vorbeibringen. Da vielleicht irgendwer, aber solange der Ort da vorne auf sein bleibt, ist das soweit in Ordnung. Lass da ein bisschen rein. Gut. Du
könnte natürlich noch forschen, dass hier Kampfkraft kam schnell. Mauern Sie da vorne eine? Ganzen südweißen Kram. Brauchen wir auch mal das zweite Akku hier vorne, damit auch jeder kommandiert wird. Also. Entscheidender Sieg der weichen Bewegung Kampfgeist des Gegners unter 1. Das dauert noch einen Moment. Achso, Petrograd ist auch entscheidend. Ah, jetzt hatte ich vorhin. Ne, da hat die nur den überragenden Sieg, nicht den entscheidenden Kopf, wo Moskau oder Petrograd, okay. Da muss man im Baltikum doch nochmal ein bisschen was machen. Ansonsten Tallinn, ja, Warschau, Rostov, Katharinburg ist da hinten irgendwo, Archangelsk, Kiew, Minsk, Zaritsin sagt mir gerade überhaupt nichts. Müsste ich noch prüfen. Moskau sind wir, achso. Gut, dann man muss das hier drüben doch nochmal ein bisschen intensivieren. Damit die hier oben das haben. Artilleriebemühungen nochmal verstärken. Okay. Das nochmal ernster machen und Moskau einnehmen. Dann läuft er eigentlich. Dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.